Willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. Im letzten Part hat sich Samus durch Teile des Mutterschiffs der Weltraumpiraten geschlagen und durch die kompletten Chozo-Ruinen. Alles bewacht. Es war nicht easy, den Weltraumpiraten zu entkommen, so viel sei gesagt. Aber jetzt sind wir hier, an einem ja fast schon religiösen Ort. Wo führt uns das hin? Ja, eine Erinnerung an ihre Adoptiveltern, die Chozo. Sie scheint also als Kind schon mal hier gewesen zu sein. Und das hier ist ein ganz besonderer Boss. Den darf man nämlich nur attackieren, wenn dieses spezielle Symbol erscheint. Und wenn man es nicht macht und sich selbst abknallt, dann verliert man einen Energy Tank. Sollte man nicht allzu oft machen. Autsch. Dass der so einen schwarzen Balken hinter sich hat, das ist nicht normal, das muss ein Emulatorfehler sein, aber keine Ahnung, wie man den beheben kann. Bäh. Oh Gott, das wird nicht mal easy, du. Lölski. Ich meine, er braucht nur noch einen Treffer, aber der ist ganz schön rigoros. No! Lol. Doppeltreffer. Alles klar. Diese Statue hat irgendwas an, was verdammt nach Powersuit aussieht. Also der Powersuit wurde ja von den Chozo entwickelt. Und damit Samus den nutzen konnte, musste sie auch Chozo-Blut verabreicht bekommen und hat dadurch auch einen Teil ihrer DNA übernommen, irgendwie sowas. Und jetzt kann sie ihn willentlich steuern. Kann man das überspringen? Wow, das ist total Nintendo-untypisch. Coole Sache. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Das Wichtigste eigentlich ist fast schon, dass ich mich nicht selber abknalle. Aus Panik. Und den Blitzen ausweichen. Das ist super ungemütlich. Okay. Lol, wieso hat er direkt zweimal geschossen? Mega unfair. Okay. Nein, was hat mich getroffen? Der kann doch hier nicht einfach rumbouncen. No, was? Das war ja mega kurz. Voll daneben, Alter. Das ist so kurz. Und jetzt, das ist mir gar nicht aufgefallen, diese Blitze teilen sich in der letzten Phase in zwei und kriechen dann am Boden entlang. Okay. Auf ein neues. In der letzten Phase ist es wirklich mega kurz, ne? Wie lange dieses Symbol auftaucht. Und dann gleichzeitig noch den Sachen ausweichen. So viele Augen habe ich doch gar nicht im Kopf. Der verfolgt einen auch noch. Au, das hat echt Homing-Funktion. Sollten mir die Chozo nicht eigentlich wohlwollend gegenüberstehen? Naja, es ist halt eine Prüfung, ne? Ich muss mal wieder meinen eigenen Wert unter Beweis stellen. Hab ich's? Yes. Sehr gut. Mein eigenes Spiegelbild taucht plötzlich vor mir auf. Oha. Wieder mal ein toller Shot. Tolle Kameraeinstellung. Die mystischen Artefakte sind jetzt mit dem Anzug kompatibel. Dieser kraftvolle Beam, der Plasma-Beam, kann mehrere Gegner durchdringen. Dann gibt's noch obendrauf verbesserte Abschirmung gegenüber Angriffen, gleicht Masseträgheit in Wasser und Lava aus, der Gravity Suit, und falls Sie jetzt direkt innerhalb der nächsten 5 Minuten bestellen, gibt's den Space Jump auch noch gratis dazu. Ermöglicht in der Luft weitere Saltos zu schlagen. Dazu beim Salto erneut A drücken. Voll ausgestatteten Anzug erhalten. Jetzt sind wir overpowered bis zum Gehtnichtmehr.
Aber es ist, das kann ich direkt schon mal verraten, eine Lüge. Denn der ist noch gar nicht voll ausgestattet, der Anzug. Es fehlt nämlich noch ein Power-Up. Und das muss ich jetzt auch noch holen, bevor ich die 100% machen kann. Also bevor ich wirklich alles habe, was ich brauche, um alle Items sammeln zu können. So, der Witz an der Sache ist, voll ausgestatteter Anzug, schön und gut. Aber der halbiert tatsächlich nur den Schaden, den man kriegt, wenn man nackig ist. Also wenn man Zero Suit Samus ist. Das heißt, die Piraten machen nach wie vor einen Tank Schaden. Mit denen ist also immer noch nicht gut Kirschen essen. Super Missile Container. Immer her damit. Japp. Ich glaube sogar hier in die Ruinen muss ich später nochmal zurück. Weil es hier auch Items gibt, die ich jetzt ohne das letzte Upgrade noch nicht einsammeln kann. Naja. Lässt sich nicht ändern. Was ist das hier? Also, Screw Attack. Screw you, blöder Block. Ich kann mich ja trotzdem ein bisschen umsehen. Hier ist zum Beispiel was Interessantes. Kannst du dich da nicht dran festhalten? Allerdings, das würde ich als interessant betiteln. Ja, was ich jetzt eigentlich für Missiles habe, das spielt keine Rolle. Weil bevor ich den letzten Boss angehe, werde ich die 100% machen. Oder auch machen müssen. Danach geht es nicht mehr. Und wie gesagt, bekommt der dann einen Buff, wenn man 100% Item-Collection-Rate hat. Das wird lustig. Ob es dann letztendlich schwieriger ist, weiß ich nicht. Weil man hat ja dafür dann auch 100% der Items. Man wird sehen. Vielleicht macht er 3 Tanks Schaden pro Hit oder so. Noch ein Super Missile Container. Jetzt lassen sie aber springen. Und Lava macht mir nichts mehr aus. Dank des fantastischen Gravity Suit. Den ich ja eigentlich nie so cool fand wegen der Farbgebung. Dieses Lila. Hat mir schon in Prime nicht gefallen. Hat mir eigentlich noch nie gefallen. Außer in Fusion? Ich kann mich nicht erinnern, wie er da aussah. Letztendlich ist aber der Power Suit oder der Warrior Suit immer cooler als der Gravity Suit. Also rein optisch. Jetzt kann ich sogar diese hässlichen Augen kaputt schießen. Ich muss mir vor nichts mehr in die Hosen machen. Aua. Perfektes Timing. Ihr haltet ja überhaupt nichts aus und vor euch hatte ich gerade eben noch Angst. Muss ich durch dieses Tor oder kann ich mich hier durchfallen lassen? Ja, ich kann sie auch mit der Screw Attack angreifen. Die haben jetzt eigentlich keine Chance mehr. Das ist wunderschön. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Hier habe ich mich doch so dumm angestellt. Hier will ich eigentlich nicht mehr hin. Wo ist denn das Item, das mir hier angezeigt wird? Hier? Ja, einfach so. Okidoki. Zwei Missiles und dann sind sie down. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Muss ich nochmal... Oh ja, ich muss den ganzen Weg nochmal unten zurücklaufen und ins Mutterschiff. Denn wer ein gutes Gedächtnis hat, der erinnert sich, dass wir da eigentlich hinwollen. Zu den Reserveschiffen, um von diesem Planeten abhauen zu können. Wow, ganz ruhig, brauner oder roter in diesem Fall. Soll ich das mal abspeichern? Ja, komm. Den Energy Refill lasse ich mir jetzt mal nicht nehmen. Ach ja, und diese Statue, ne? Ich hab's ja im letzten Part habe ich schon verraten, dass es die Powerbomben sind. Auf dieser Statue und der Weltraumpirat hat sie entwendet. Es ist also nur logisch, wenn er sie ins Mutterschiff transportiert hat. Doppelter Grund, nochmal dahin zurückzugehen. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit euch. Ah, was ist da? In der Kante, in der Ecke? Nichts! Fällt mir schwer, das zu glauben. Oder überhaupt zu akzeptieren. Hier ist, glaube ich, was, oder? Ja, dieser Raum ist so verdächtig. Hier muss man mit dem Speedbooster durch. Oder es ist nur ein Ausgang, das kann auch sein. Ja, das ist ein Ausgang. Da kommt man von unten wieder hoch, wenn man den Super Metroid-Trick anwendet und in diesem Glaskanal eine Powerbombe zündet. Ja, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, den in die Luft zu sprengen da unten. Die explodieren, wenn sie sterben. Vielleicht ist hier ein Durchgang für... Nein, hier ist kein Durchgang für Speedbooster, wenn man den hier aufladen konnte. Äußerst ungewöhnlich. Oh, tut das gut, ne? Vor den Schüssen muss man sich nach wie vor ein bisschen in Acht nehmen, weil die kann man nicht mit der Screw Attack abwehren, aber ansonsten fühlt man sich halt jetzt richtig cool. Oh. In welchem Teil war das, wo man die Bombenblöcke mit der Screw Attack kaputt machen konnte? Ich meine, das wäre irgendwo möglich gewesen.
Weil die Screw Attack quasi eine riesige... Oh, warte mal. Oh, den will ich sowieso nicht bekämpfen. Auf den habe ich keinen Bock. Ging es hier nicht durch? Jetzt kann ich endlich rausfinden, was das hier ist. Ah. Möglicherweise wäre das ja tatsächlich gegangen. Und man hätte den nicht aktivieren müssen. So, das hier, das sind übelst hässliche Gegner. Okay, der hat jetzt überhaupt nichts gemacht, aber... Wenn die einmal anfangen zu kämpfen und auf einen zulaufen, dann kann man eigentlich nicht viel mehr machen, als ja, die unter Dauerbeschuss halten und den Schaden zu tanken. Und dafür habe ich ein bisschen Angst, weil ich nicht sehr viel Energie habe. Was ich auch super interessant finde, sind diese Gegner hier. Die kamen auch in Super Metroid vor, allerdings nur an einer Stelle. Und zwar im abgestürzten Schiff der Weltraumpiraten. In die Speicherstation kommt der rein? Das geht ja wohl nicht. Muss ich jetzt hier nochmal raus, damit die aktiviert wird, oder? Frechheit. Lol, jetzt habe ich den Alarm wieder getriggert. Dann gehe ich halt auf der anderen Seite raus. Das wird mir ja hoffentlich erlaubt sein. Jo. Und jetzt spielt auch erst die Speicherstation Musik. Ja, diese Gegner, ne, waren nur auf dem abgestürzten Schiff der Weltraumpiraten anzutreffen. Also hängen die irgendwie mit den Schiffen der Weltraumpiraten zusammen. Aber was genau das für Dinger sind? Einfach nur Abwehrgeschütze? Irgendwas in die Art, vermutlich. Aber nettes Detail. So, komme ich von hier aus irgendwo hin? Was ist denn das für ein komischer Gang, den ich jetzt da nicht besucht habe? Egal, hier war ich auf jeden Fall noch nicht, wenn ich jetzt da oben durch die Missile-Tür irgendwie durchkomme. Was sind das für Blöcke? Missiles. Alles Missiles. Ach, guck mal. Die laufenden Mülltonnen. Die sind jetzt auch aktiv. Ich weiß wirklich nicht, was die für einen Zweck haben, ehrlich gesagt. Außer um den relativ kurzen Abschnitt dieses Spiels noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Wahrscheinlich haben sich die Entwickler gedacht, komm, packen wir noch 10 Spielminuten obendrauf, indem wir diese Gegner hier installieren. Die sind einfach nur super lästig und stehen im Weg rum. Super Missile. Hab ich. Ich hab alles. Und hier gibt's sogar nochmal ein Item. War ich da runter? Ja, ich hatte sowas in Erinnerung. Das hat mich doch reingelegt. Ist aber gar nicht so schlimm. Ach, guck mal, den Bombenblock konnte ich jetzt mit der Screw Attack kaputt machen. Es geht also doch hier. Nur irgendwie nicht mit allen. Eine gelbe Tür. Das ist schlecht. Dann bin ich hier nämlich falsch. Wo hätte ich ihn dann abbiegen müssen? Gleich nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Wahrscheinlich hier. Hier geht's noch weiter nach oben. Yep. Oh no. Ja, weißt du, die schießen halt einfach auf einen drauf und nehmen einem 3 Energy Tanks ab. Das ist super klasse. Wie willst du denen ausweichen? Und gegen Missiles und Super Missiles sind sie immun. Aber vielleicht gibt es deswegen die Speicherstation. Wenn sie denn jetzt funktioniert, tut sie aber nach wie vor nicht. Was ist denn das für ein Crap? Wieso ist die nicht aktiv? Das Spiel versucht mich fertig zu machen. Die letzte Speicherstation ist aber jetzt so lange her. Das finde ich nicht cool. Muss ich die besiegen? No! Ich werde sterben. Ja, okay, nur die normalen Versionen verfolgen mich. Das ist nett. Trotzdem, 2 Treffer halte ich noch aus. Dann ist Ende Gelände. Lol. Ein weiterer wandelnder Mülleimer. Ist ja toll, dass sich die Weltraumpiraten so um Recycling kümmern und so. Umweltbewusst. Habe ich dich nicht gerade vorhin eingefroren? Ich hätte ihn killen sollen. Stopp. Ice Beam Time. Schon wieder so eine gelbe Tür. Boah. Ist da oben nicht auch so ein wandelnder Mülleimer? Genau. Da muss ich nämlich nachher lang. So, schon mal die Hälfte wegbeamen. Sonst bin ich hier eine halbe Stunde beschäftigt mit Wegbomben. Gibt's hier denn noch was? Außer den Abfallbehälter. Irgendwie nicht. Dann lassen wir den jetzt einfach mal da stehen. Hat mich gar nicht kommen sehen. Oh, ups, doch. Ich habe den Alarm ausgelöst.
Nein! Zwei Missiles. Das sind super unangenehme Gegner, ne? Ich muss die wirklich wegballern. Hoppla. Der hat keinen Bock mehr. Das wäre die Alternative gewesen. Ist aber gar nicht gut, weil die Geschosse, die diese komischen Viecher abschießen, die reichen hier durch mit ihrer Schockwelle. Und dann ist man ein Opfer. Ich hatte den Abschnitt gar nicht so lange in Erinnerung. Irgendwie macht man jetzt auch nur das Gleiche. Weltraumpiraten niedermetzeln. Wie viele davon auf so ein Schiff passen, ist beeindruckend. Okay, das hier ist die Kommandobrücke. Und hier müsste sich eigentlich nochmal eine Speicherstation befinden. Nur muss ich jetzt kurz den Alarm ausschalten. Perfekt. Mhm. Und das ist auch die letzte Speicherstation vom Endboss. Ja. Aber halt, stopp. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich muss ja noch ein Item sammeln. Ein bestimmtes. Düdüdüdü. Sieht schon hübsch aus hier, ne? Aber wir machen das jetzt alles kaputt. Alles, was die Weltraumpiraten toll finden, machen wir kaputt. Da ist er wieder! Er bringt das Ding ins Lager. In die Asservatenkammer. Bewacht von Lasern. Mal schauen, ob ich es hinkriege, das nicht zu aktivieren. Powerbomben. Container. Was gibt's da für eine Nachricht? Mit R plus B im Ballmodus legen. Öffnet gelbe Schleusen. Darauf haben wir gewartet. Ach, die Laser gehen nicht weg. Komme ich dann überhaupt hier raus? Haha. Stealth. Ich habe nur eine. Aber ihr seht, das Ding füllt den gesamten Bildschirm aus. Gibt's hier oben was? Eigentlich schon. Ich glaube, hier bräuchte ich jetzt nochmal eine Powerbombe. Und im normalen Modus hat man auch zwei von Anfang an. Wo kriege ich die denn jetzt wieder her? Soll ich mal den Alarm auslösen und hoffen, dass die Piraten eine droppen? Aber die droppen ja nie was. Boah. Heißt das jetzt, ich muss zurück zur Speicherstation und dann nochmal hierher? In der Hoffnung, dass die... Wo kommt der denn jetzt her? Die spawnen halt einfach aus der Tür raus, ne? Die verfolgen einen nicht wirklich. Das ist nur eine Illusion. Ja, dann gehe ich jetzt zurück zur Speicherstation. Das ist oben. Lass mir alles wieder auffüllen und dann würde ich mal sagen, mache ich die 100% offscreen, oder? Das ist wirklich nur zurück in alle Gebiete latschen, wo wir jetzt schon waren. Da vielleicht mal noch einen Block wegschießen und einen Container finden und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich echt nichts mehr zu sehen. Ja, machen wir das so. Ich melde mich also an dieser Speicherstation hier zurück, sobald ich alles gefunden habe. Bis dahin. So, ich bin wieder da und richtig froh, dass ich keine Parts mehr draus gemacht habe, denn das hat jetzt nochmal locker eine Stunde und 40 Minuten gedauert, das alles zu finden und einzusammeln. Obwohl ich eine Map offen hatte, in der eingetragen ist, wo die Items sind, ist es trotzdem super schwer, an manche ranzukommen. Ja, es gibt so eine Reihe von Speedbooster-Challenges, wo man den Speedboost über mehrere Räume erhalten muss und auch kleine Rätsel damit lösen muss. Richtig schwer. Puh, das war heftig. Ich habe es aufgenommen, allerdings nicht kommentiert. Also wer es in voller Länge sehen will, dem stecke ich es mal oben ins i rein, ungelistet. Aber ich gebe euch jetzt auch an dieser Stelle hier nochmal ein paar Eindrücke, was ich in den letzten anderthalb Stunden so erlebt habe. So, was ich auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist dieser Glaskanal. Den hatte ich ja vorhin schon groß angekündigt. Wenn man hier eine Powerbombe zündet, dann geht er kaputt. Ist so eine besondere Stelle und natürlich angelehnt an Super Metroid, wo man das auch machen kann. Dort war es allerdings nötig, um in der Story voranzukommen. Und hier ist die erste Speedrun-Challenge, die schon mal zeigt, wie nervig das werden kann, vor allem wenn es nicht funktioniert. Die ganzen Gegner respawnen, man muss sich den Weg erst wieder frei machen, bevor man wieder erneut Anlauf nehmen kann. Und das hat irgendwie häufig nicht funktioniert, ja, man muss eigentlich nur nach unten drücken, damit Samus
in die Knie geht und den Speedboost bewahrt, aber irgendwie hat es nicht jedes Mal funktioniert. Ja, so sieht das dann auf jeden Fall aus, wenn es hinhaut. Das hier ist eine Stelle in Ridley's Lair und die fand ich eigentlich die anstrengendste aller Speedbooster-Challenges. Die Ausführung ist gar nicht mal so schwierig, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt wusste, was ich machen muss. Man muss nämlich hier nochmal extra aufladen über die Speicherstation, damit man anschließend genug Zeit hat, um hier durch die Wand zu blasten. Das ist allerdings nur ein Teil der Aufgabe. Und in diesem Bereich gibt es dann zwei Items insgesamt einzusammeln. Und hierfür muss man dann nochmal den Speedbooster aufladen. Das Ganze dann mit dem Morphball. Was extrem unangenehm ist, weil wenn man das macht, dann fällt man oben direkt wieder runter und kann sich nicht festhalten, obwohl ich jetzt gerade sehe, dass man unten ja stehen kann und das nicht mit dem Morphball machen müsste. Sondern man kann sich da normal hinstellen und hochblasten. Dann ist das gar kein Problem. Dann hält sie sich auch an der Kante fest. okay, nächstes. Ich habe bei dem nach einer Weile aufgegeben und stattdessen die Challenge einen Raum weiter oben gemacht. Die fand ich ziemlich cool. Da muss man erst die Blöcke aus dem Weg schießen, dann eine Missile abfeuern, um einen Block wegzumachen und dann noch mit dem Speedboost einmal durch diese Blöcke. Was ich nicht so cool fand, ist, als ich herausgefunden habe, dass man von hier aus nicht direkt wieder nach unten kommt, zu dem anderen, vor mir hergeschoben habe, sondern dass man komplett nochmal ganz von Anfang sich unten durch die Wand brechen muss mit dem Speedboost-Trick. Joa. Und was ich auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist, wenn man ganz an den Anfang des Spiels zurückkehrt, also da, wo man startet, dann ist hier jetzt auf einmal diese Morphball-Boost-Station, die ziemlich sicher erst da ist, nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und die führt einen zurück an die Oberfläche des Planeten, also da, wo Samus' Schiff am Anfang landet. Und so ist sie wohl ursprünglich hierher gekommen. Da hätten wir dieses Rätsel auch noch gelöst. Finde ich super nice, dass das eingebaut wurde. Wenn man hier dann in die andere Richtung abbiegt, dann kommt man auf den Weg, den man zur Flucht aus Turian benutzt hat, nachdem Mother Brain zerstört worden war. Ist auch eine super coole Hommage an Super Metroid, wo man nämlich auf genau dem gleichen Weg auch in diese zerstörten Hallen dann kommt. Und hier gibt's noch einen schwierigen Missile Tank, für den man nochmal einen neuen Trick lernen muss, nämlich dass man während eines Sprunges und mit dem Boost in der Luft nach unten halten kann und dann den Boost nochmal zündet, während man in der Luft ist. Also das musste ich tatsächlich nachgucken. Das ist keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Okay, und dann kann's losgehen. Ich habe hoffentlich alles und habe nichts übersehen, bis auf einen Energy Tank. Der liegt allerdings oben im noch ausgegrauten Bereich auf dem Weg zum Boss. Deswegen holen wir den jetzt noch zusammen. Und ich hoffe, der gute Boss macht da nicht allzu viel Drama, weil ich bin jetzt eigentlich schon durch. Das war echt eine der anstrengendsten Sachen, die ich seit langem machen musste in einem Videospiel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kann es mir selber nicht vorstellen. Aber eigentlich müsste ich dann alles haben, wenn ich den Energy Tank noch krieg. Und natürlich ist es eine Speed Booster Challenge. Oh Gott, die kann ich jetzt echt nicht mehr sehen. Naja, zumindest ist der Bereich, wo man Anlauf nehmen kann, direkt hier. Das ist schon mal ein Anfang. Selbstverständlich ist das nämlich nicht. Habe ich das jetzt echt geschafft, einen dieser Blöcke wegzubomben? Super. Und sie geben einem halt auch immer nur gerade so viel Anlauf, damit das Ding sich auflädt. Geht das nicht oder was? Doch, sollte eigentlich gehen. Ich sag euch, mir wären fast graue Haare gewachsen bei manchen von den Challenges. Da tut's mir fast ein bisschen weh, dass ich es nicht drin gelassen habe. Was ist das? Wieso ist das so gemacht? Achtung. Ich nehme jetzt einfach mal direkt von hier Anlauf. Das bringt mir aber halt eigentlich auch nichts. Nein, es bringt mir nichts. Ich muss abschätzen können, wann ich springe und ich krieg's nicht hin. Ja, und diese Speedbooster erhalten. Ach, hör mir auf. Ist das gewollt, dass das hier so trollig ist? Oder stelle ich mich nur mal wieder übelst ungeschickt an? Danke! So, das war's noch nicht. Hier gibt's Laser.
Danke, Samus, für die Mitarbeit. Und inwiefern? Oh nein! Man muss den Lasern allen ausweichen, sonst geht hier die Schleuse zu. Und Weltraumpiraten kriegt man auch noch auf den Kopf geworfen, das ist ja supi. Und jetzt sind natürlich die Speedbooster-Blöcke wieder da, nicht wahr? Genau. Okidoki. Das hier ist aber, das sieht übelst eng aus, ne? No! Und dann hält sie sich da an der Kante fest. Ist die dumm? Das reicht gerade so da unten durch. Wie heftig ist das denn schon wieder? Ja, wie knapp das jedes Mal ist, ey. Kann man das auch anders machen? Hier kann man aber nicht mit dem... Nee, man kann nicht den Speedbooster behalten und hier einfach durchfliegen, weil dafür sind die Teile hier zu hoch. Ja, komm jetzt. Dann muss ich ja anschließend nochmal zurück zur Speicherstation und meine Energie wieder auffüllen. Lol. Ich muss nochmal was anderes probieren. Das kann doch nicht angehen. Das können die doch nicht wirklich verlangen. Oh, jetzt bitte. Danke. Dafür muss man aber echt alle Secret-Techniken auspacken, ey. So, jetzt kann ich es aktivieren. Ja, man kann nämlich den Speedbooster behalten und dann während einer Screw-Attack nach unten drücken und A. Und dann wieder nach vorne. Und dann kann man mit R den Speedbooster wieder aktivieren. Das hat man auch gebraucht für eine der Missile-Tanks. Musste ich allerdings nachgucken. Habe ich nicht selber rausgefunden. Da kommt man auch nie drauf. Wie denn auch? ja, okay. Die Energie muss reichen. Oh oh. Irgendwas Mechanisches kommt angekrochen. Hört ihr das auch? Ich schalte sofort auf Super Missiles. Die Form kommt bekannt vor. Es ist Mecha Ridley. Echt jetzt? Nicht mal die Brustpanzerung ist kaputt? Hui! Man muss immer warten, bis er die Clown-Attacke macht, dann ist seine Brust frei. Wie das klingt. Oh nein, ich will die nicht verballern. Ah! Daneben. So, jetzt habe ich nur noch normale Missiles. Aua. Macht dir überhaupt keinen Schaden. Greif nur an. Ah! Oh, die Klaue! Lol, der Laser versucht einen da in Sicherheit zu wiegen. Und die Klaue macht einfach mal, keine Ahnung, 4 Tanks Schaden. Super witzig. No! Alles klar. Jetzt ist der Missile, der Energy Tank wieder weg, ne? Ich habe vergessen, den abzuspeichern. Ja! Supi! Wir sehen uns gleich wieder. Naja, jetzt wo ich den Trick raus habe, ist es hoffentlich nicht mehr so ätzend. Phew. So, ich speichere den jetzt ab. Ich mache das nicht nochmal. Das ist schon mal ein gutes Gefühl, ja, dass ich das jetzt in der Tasche habe. Und mich nur noch um Mecha Ridley kümmern muss. So heißt er, glaube ich. Das ist nicht Meta Ridley, sondern Mecha Ridley. In welchem Zusammenhang der mit dem echten Ridley steht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein völlig unabhängiger Nachbau. Also nicht irgendwie ein modifizierter Ridley. Was der aushält, macht mir ein bisschen Sorgen. Ich darf mich halt nur 2-mal von der Klaue treffen lassen, dann bin ich down. Das sind schlechte Aussichten. 1, 2, 3. Ja, 4 könnte ich ihn vielleicht reindrücken. Aber ich will keine verschwenden. Der Attacke kann man hier an der Wand eigentlich ganz gut ausweichen. Okay. Normalerweise wäre der jetzt schon down. So viele Super Missiles würde er niemals aushalten. Also der Buff ist ordentlich. Ah, und jetzt kommt er noch damit. Cleveres Kerlchen. Ja, er nimmt schon eine rötliche Färbung an. Immer her mit den Missiles. Obwohl, die dürften mir eigentlich nicht ausgehen. Das wäre echt hart. Schön vorsichtig bleiben. Niemals die Deckung vernachlässigen.
Oh, er hat mir eine Super-Missile zurückgegeben. Zwei sogar. Kann man irgendwie vorausahnen, wo der seinen Laser hinschießt? Oh no. Ich habe ihn fast. Das kann nicht mehr lange dauern. Come on. Ich krieg nie mehr als zwei Missiles rein. Das ist halt schon ein bisschen wenig. Er lässt jetzt auch viel weniger die Brust offen, ne, nach so einem Schlag. Die Missile hat mich nach vorne in seine Klaue reingestoßen. Ich dachte echt die meiste Zeit, ich hätte mich gar nicht so schlecht geschlagen. Vielleicht sollte ich auch an den Missiles versuchen, mehr Super Missiles, also als an seinen Missiles mehr Super Missiles zu farmen. Damit ich da nicht mit normalen Missiles kämpfen muss, weil die machen halt echt gar nichts. So gefühlt. Die Attacke macht er später gar nicht mehr. Nein! Voll gegen die Wand. Okay. Aber er droppt, glaube ich, relativ selten Super Missiles. Manchmal denke ich auch, ich habe nur Glück, dass ich der Klaue ausweichen kann. Der einzige Spot, wo man vor der sicher ist, ist halt hier oben. Okay, es sieht nicht schlecht aus, aber man hat gesehen, wie schnell es in die Binsen gehen kann. Das war zum Beispiel eine schlechte Attacke. Praktisch nichts getroffen. Come on! Diesmal bin ich auf Nummer sicher gegangen. Super Missiles? Nehme ich. Dang it! Come on! Das Schlimmste ist, wenn er einen mit dem Laser erwischt, weil dann wird die Screw Attack abgebrochen. Er ist down! Holy moly! Hat er mir nochmal Panik gemacht. Ich weiß nicht, ob eine weitere Clown-Attacke gereicht hätte, um mich umzubringen. Möglicherweise. Aber natürlich in alter Metroid-Fashion ist es damit noch nicht vorbei. Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert, umgehende Evakuierung erforderlich. Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt für die Fluchtsequenz vom Planeten Sebes. Darf ich hier durch? Ist das möglich? Hatte man nur halb so viel Zeit wie normal. Oder vielleicht sogar nur ein Drittel so viel Zeit, ich bin mir nicht mehr sicher. Deswegen wird man hier definitiv auch weniger Zeit haben. Und es ist, glaube ich, ganz schlecht, wenn man den Weg nicht kennt. Halleluja. Bisschen mehr mit Powerbomben arbeiten, um sich das zu sparen, die einzelnen Blöcke da wegzubomben. Und natürlich darf man jetzt nicht mehr speichern. Ja, der Weg zu den Speicherstationen ist blockiert. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Schaden nehme, weil nachher kommt noch der wahre Endboss. Da will ich wenigstens noch ein paar Energy Tanks übrig haben. Ich habe diese Musik schon immer geliebt, die ist so dynamisch. Kann man hier durch? Kann man nicht? Man weiß es nicht. Aua. So, ich glaube, die droppen Energie. Will ich... Ah, das bringt natürlich nichts, wenn ich dabei... Wenn ich dabei fünfmal abgeschossen werde. Jetzt verstecken die sich da im Durchgang. Ich klapp zusammen. Und die Weltraumpiraten, die droppen halt nichts. Ey, du da. Geh mal aus dem Weg. Genau. Den schon mal wegschießen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde hier abkratzen. So. Immerhin ist der ganze Weg, den man jetzt nicht mehr gehen soll, blockiert. Es gibt nur noch den einen richtigen. So, dann komme ich schon nachher nicht mit denen in Kontakt. Wie ich mir den ganzen eigenen Boden unter den Füßen wegrotz. Beeilung, Mr. Abfalleimer! Sind hier irgendwo Weltraumpiraten? Wir müssen alle weg. Oh, zwei Energy Tanks, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Komm du mal her da oben. Hauen die vor einem ab, solange man die Screw Attack einsetzt? Ich habe fast das Gefühl. So, jetzt wird's richtig unangenehm. No! Ah, wie habe ich das geschafft? Heiliges! Ich hab's euch gesagt, die zwei Weltraumpiraten da, die mechanischen, das ist der wahre Endboss. Wow. Tja, aber ab jetzt bin ich nicht mehr aufhaltbar. Das Mutterschiff kann schön ohne mich draufgehen. Goodbye. Herrlich. Was für ein Game. Mission abgeschlossen. Ach, die Credits kommen zuerst und danach erst die Belohnung, weil es gibt unterschiedliche Bilder, die man für eine Galerie freischaltet, je nachdem, wie man das Spiel abgeschlossen hat, also mit 100% oder unter 2 Stunden oder unter 2 Stunden und 100% und solche Sachen. Ja. Das ist die Original-Abspannmusik, die auch das NES hatte. Der NES-Teil. Klingt einfach super. So richtig happy. Die Bedrohung durch die Metroids ist fürs Erste abgewendet. Aber da kommt ja noch einiges, wie wir inzwischen wissen. Ja, bis zum Ende vom Original-Metroid wusste man ja auch nicht, dass Samus eine Frau ist. Das wurde geheim gehalten, das wurde auch nirgendwo erwähnt, auch nicht in der Bedienungsanleitung oder so. Und Samus ist ja jetzt auch nicht ein wirklich gängiger Name, von dem man irgendwie schließen könnte, ob Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen. Und wenn man herausfinden wollte, dass sie eine Frau ist, dann musste man das Original, glaube ich, entweder zu 100% abschließen oder in einer bestimmten Zeit. Dann hat sie am Ende ihren Powersuit ausgezogen. Für mich ist das echt eines der coolsten Metroids hier, Zero Mission. Einfach vom Gamefluss her. Ja, es spielt sich so zackig, es ist einfach schnell, dynamisch. Die Bosse, die sie dazu genommen haben, sind super cool. Die originalen Bosse nicht so, weil die eher am Original dran sind. Ja, die sind halt einfach totales Chaos, ob es jetzt der Kampf gegen Kraid ist oder der gegen Ridley. Und vor allem der gegen Mother Brain, das ist halt total das Chaos. Einfach nur ballern, was das Zeug hält. Was auch irgendwie cool ist, ja, so ein offener Schlagabtausch. Und da haben wir auch schon das Ende der Credits erreicht. Der Chozo im Powersuit. Und eine kleine Gravur. Aus Samus Kindheit. Ja, diese Geschichte mit den Chozo-Eltern wird eigentlich nur im Manga genauer beschrieben. Den muss ich unbedingt mal lesen. So. Was kriegen wir? Zum einen Samus ohne Anzug. Benötigte Zeit, 3 Stunden 35. Danke für die 100% an der Stelle nochmal. Gefundene Items, yes! Holy moly, das wäre jetzt echt bitter gewesen, wenn da 99 oder so gestanden hätte. Kann man das noch irgendwie ausblenden? Ja, genau. Ist das nicht hübsch? Ich finde, das ist ein richtig hübsches Bild. Die gute Samus. Leute, ich sage, bis zur nächsten Mission, bei der wir uns hoffentlich wiedersehen. Ciao.